Hallo und herzlich willkommen zu einem Sonntagsvideo. Ja, ihr seht es schon, der große Vergleich zu Area Control und was sie überhaupt ausmachen. Was ist Area Control? Eigentlich relativ einfach. Wir haben eine große Landkarte und die sind in Gebieten abgeteilt. Und jetzt versuchen wir in den einzelnen Gebieten, in den einzelnen Areas, die Kontrolle zu übernehmen. Das bedeutet, die Mehrheit zu haben, vielleicht dort eine Position einzunehmen, die besser ist als alle anderen, vielleicht auch Kämpfe in diesen Areas zu machen, um dann halt siegreich rauszugehen. Das bedeutet, am Ende des Spiels kann es heißen, habe drei kontrollierte Areale oder eins mehr als alle anderen und du bekommst den Sieg. Ja, ganz. Also so entsprechend kann man sich das vorstellen. Das hier sind die großen Spiele. Das bedeutet wirklich, es gibt auch kleinere, aber ich habe mir gedacht, Area Control hat eigentlich immer was mit großen Spielen zu tun. Und vor allem, was ich so empfinde, ist halt, die meisten Area Control Spiele haben halt was mit Miniaturen zu tun. Also es ist so recht fatal, wenn man darüber nachdenkt, dass Area Control immer mit Plastikminiaturen oder wenigstens mit Standys daherkommen, weil man einfach so eine Masse an Figuren hat, die man da hinpackt. Natürlich könnte man es auch mit Tokens machen oder mit Plastik. Gibt es auch, aber wir wollten uns ja den großen Spielen widmen. Und ja, das hier ist einer der größten Autoren, wenn es um Area Control geht. Nämlich Eric M. Lang ist so jemand, der für mich der Inbegriff dessen ist, wenn es um Area Control geht, weil diese vier Spiele sind alle von ihm, ja, das ist total krass. Das bedeutet natürlich, ja, könnte man jetzt sagen, ja, weil du den so cool findest, kaufst du alle Spiele und die anderen nicht, ja, da habt ihr vielleicht zu einem Teil recht. Bedeutet aber, wir gehen die Spiele einzeln durch, warum oder weshalb ich die überhaupt gekauft habe. Wir fangen mit Blood Rage an. Und das war eins unserer ersten Area Control Spiele im Grunde. Denn wenn man das Cover sich anguckt, sagen viele, viele Frauen, warum auch immer, warum man das sagt, weiß ich nicht. Aber es sagen ganz viele auch, Frauen schreckt dieses Cover ab. Und wenn man das jetzt auf den Tisch bringt, dann sieht es eigentlich relativ normal aus, denn da sind Wikinger-Frauen bei, es sind Wikinger-Männer bei, es sieht, also man kann es dann blutig anmalen natürlich, muss man aber nicht, denn ja, einige Frauen haben vielleicht auch ein paar abgeschlagene Köpfe dabei, genau, ist jetzt gar nicht meins, aber das Spielprinzip ist halt richtig cool. Wir haben hier wirklich ja, Norden im Grunde, die nordische Mythologie kommt hier mit rein. Wir haben eine Seeschlange, wir haben alles Mögliche, was irgendwie dazugehört. Und, also Walküren oder sowas, ja, also als extra Boxen noch dabei, große Miniaturen, die man bemalen kann. Und dann geht es eigentlich auch wirklich schon ans Eingemachte. Und ja, Blood Rage ist so ein krasses Ding. Denn es kommt auch nicht mit Würfeln daher, sondern wir haben Karten, wir haben einen Kartenmechanismus, wir haben das Draften. Ich fand bei Blood Rage, das hat so ein bisschen das eingeläutet mit dem Draften. Ich kannte das vorher gar nicht so richtig, weil wir haben die Regeln gelesen und ich dachte mir so, was ist denn das? Das sind nur ein paar Seiten und das soll so gut sein. Ja, dann lass uns das mal spielen. Die Minis, bin ich begeistert und es ist ja auch von Cool Mini or Not. Die wissen halt, wie man Figuren herstellt. Und dann haben die halt ein Spiel darauf gezogen. Oder nicht. Haben die erste Spiel erfunden und dann die Figuren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall setzen wir uns hin. Wir spielen das Ding. Und ja, man sucht im Grunde eine Karte aus, die man behält. Und dann gibt man die Karten schon weiter und kriegt von dem nächsten Spieler die nächsten Karten, wo man sich wieder eine Karte aussucht. Und das sind sozusagen seine Karten, die dann halt im Kampf enden können oder in einem, ja, kontrollierten Gebiet, wo man Siegpunkte generieren kann und so weiter und so weiter. Und das Besondere daran ist halt wirklich, dass man Figuren reinzieht mit einem Mechanismus auf einem Board, wo man einfach sagt, oh, ich investiere jetzt in Bewegung oder in Produktion von Menschen, die ich da reinstelle in die entsprechenden Orte und dadurch eine Überzahl bekomme. Aber auch, dass man sagt, ich spiele eine Karte zu einem Kampf,
verdeckt, sodass es keiner wirklich sehen kann, sodass es aufgedeckt wird gleichzeitig und dann auf einmal so, was? Nein! Denn es gibt hier auch Siegpunkte, die man generieren kann, wenn man stirbt. Also wenn alle meine Figuren aus diesem Gebiet raus sind, zähle ich die Punkte zusammen und das sind meine Siegpunkte und ich bekomme nochmal einen Bonus und so weiter und so weiter. Und das ist voll krass, weil das macht das Spiel nämlich zu einem sehr taktischen Spiel. Wir haben ja die Karten auf der Hand und müssen uns alle anschauen. Natürlich nehme ich mir meine beste Karte raus. Ich muss mir die aber doch schon ein bisschen merken, weil das bewegt sich ja. Und die Karten, die ich hier auf der Hand habe, gehen zu einem großen Teil dann auf die einzelnen Spieler. Und das kann natürlich spielentscheidend sein für Karten, die ich spiele. Weil wenn der nicht sagt, ja, es ist mir egal, ich will eh sterben und ich meine beste Kampfkarte mit +5 rausschmeiße. Ja, dann sind die einfach mal raus oder meine beste Karte raus. Und im nächsten Zug, im Umkehrschluss, spielt der eine Karte mit +2. Und ich kann dagegen nichts tun, weil meine beste Karte ist ja schon rausgeflogen mit +5. Also solche Gedankengänge bringt Blood Rage. Und viele, die es dann gespielt haben, sagen auch, ey, es ist mega krass, mega gut und wahnsinnig taktisch. Also von daher ist Blood Rage immer noch so ein wirklich ein Old Favorite, weil es ist so alt und trotzdem im Bestand und wir lieben es, wir spielen es nicht so häufig, aber es, wenn es gespielt wird, richtig gut. Und ich habe ja gerade letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr, habe ich dann auch endlich geschafft, mal die ganzen Miniaturen von Blood Rage fertig zu malen, was dem ganzen Spiel natürlich nochmal so einen Aufschwung bringt und man richtig Bock hat, das Ding auch auf den Tisch zu bringen. Ja, wir wechseln einfach hierüber. Denn Rising Sun ist vom gleichen Autor, bringt wieder unglaublich hübsche Miniaturen mit, alles in einem Asia-Setting. Und jetzt könnte man natürlich denken, ja, Blood Rage, Norden, jetzt nach Asien, gleiches Prinzip. Weit gefehlt, natürlich haben wir auch ein Area Control, aber wir haben hier, und das ist ganz, ganz wichtig, eine Teezeremonie. Und in dieser Phase können wir halt mit anderen zusammenarbeiten und sozusagen fusionieren, damit wir stärker werden, damit wir uns nicht gegenseitig angreifen und so weiter und so weiter. Und dieser Aspekt ist ganz cool, aber wir haben es leider auch nur ein einziges Mal bis jetzt gespielt. Und ich weiß noch, damals sind wir zum Brettspielgeschäft in Berlin gefahren, haben uns diesen fetten Klopper geleistet, haben auf der Fahrt, während ich nach Hause gefahren bin, haben meine Kinder und meine Freundin das Paket ausgepackt, die Minis gezeigt und waren hellauf begeistert. Oder hatten wir es auf dem Tisch, haben es gespielt und ich fand es gut. Eine Freundin von uns fand es auch gut, aber dann hat es nie wieder den Tisch berührt. Also zumindest nicht das Board. Und deswegen sind die Figuren auch nicht bemalt, weil ich dann einfach gesagt habe: Ja, aber das bringt ja jetzt überhaupt nichts, wenn ich die ganzen Minis bemale. Ja, dann wozu? Ich kann sie mir in die Vitrine stellen, aber spielen tun wir es gerade nicht. Vielleicht kommt es mal wieder auf den Tisch, weil ich habe da schon Bock drauf. Das war die ganze Geschichte davon. Dann habe ich irgendwann in einem Video gesehen, so, guckt euch mal den Paten an, das soll ein richtig gutes Spiel sein. Das Setting der Pate passt ja nun nicht zum Norden und nach Asien, aber ich habe da richtig Lust drauf gehabt, weil der hat so geschwärmt davon, wie gut es ist, da ich gesagt habe, ey, es ist ein Eric M. Lang, kannst eigentlich nichts falsch machen, also kaufen wir das. Und es ist wieder komplett anders als alle anderen Spiele, die man vorher gespielt hat, denn wir haben hier Areale, in denen wir eine Miniatur stellen und es ist wirklich unterschiedlich, was für eine Art Miniatur ich reinstelle. Ich habe sozusagen meine eigene Gruppe und wenn die eine runde Base hat, dann kann ich sie da reinstellen und dann habe ich drei Areale, die ich kontrolliere und mich entscheiden muss, wo ich was mache. Oder ich habe eine eckige Base und dann kann ich in die einzelnen Territorien reingehen. Und das Ganze ist halt wirklich da angelegt und das ist halt gar nicht so ein aufgesetztes Thema, sondern es ist halt wirklich das Gefühl, ich kann hier Leute in den Fluss schmeißen, sie töten damit, ich kann Schutzgeld erpressen, ich kann Drogen verkaufen, Alkohol und so weiter und so weiter. Und das ist richtig cool. Ich kann dann halt auch irgendwann den Polizeichef bestechen oder den Bürgermeister und diese auch als Miniatur zu mir nehmen, damit die agieren können.
Und das Ganze ist nochmal eine Schippe obendrauf, denn alle Aufträge oder Gelder, die ich habe, die kann ich in so eine richtig coole Metallkiste aufmachen, reinpacken und am Ende des Spiels werden dann diese ganzen Sachen gezählt. Und da ist nochmal so ein richtig krasser Clou, denn im Laufe des Spiels muss man halt wirklich überlegen, so, ich brauche am meisten von grünen Aufträgen, am meisten von grauen Aufträgen und dann muss man schon gucken, was machen die anderen, was haben die für Aufträge erfolgreich geschafft und wo muss ich nochmal ein bisschen gegensteuern, um das alles zu machen. Also es ist ein sehr taktisches, wirklich sehr, sehr gutes Spiel, auch wenn das Thema vielleicht nicht passt, weil es ist nicht mein Thema. Der Pate ist nie sowas gewesen, was ich gerne geguckt habe oder so. Mal so, ja, okay, danke, reicht mir. Aber ich bin kein Fan davon. Aber trotzdem macht das Spiel so unglaublich Spaß. Und man merkt, es ist ein thematisches Spiel, was halt einfach nicht so aufgepflanzt ist und man denkt so, ja, man hätte jedes x-beliebige Thema darunter setzen können. Nein, es ist super, super passend. Und ich bin immer noch froh darüber, dass wir es haben. Ich habe zwar immer noch nur zwei Gruppen angemalt. Das steht in diesem Jahr auf jeden Fall auf dem Plan, dass ich endlich diese Box dann auch fertig bemale, weil ich finde es cool. Man packt es auf den Tisch, man hat bemalte Miniaturen und man kann dann losspielen und sich auch darüber freuen, weil die Basen zeigen ja schon an, welche Fraktion es ist. Und so habe ich die Miniaturen auch bemalt, die rote so ein bisschen mit braunen Sachen und roten Sachen, sodass die Miniaturen mit der Base übereinstimmen. Und man es direkt auf dem Feld sieht, so, oh, da ist der Gangsterboss, da mache ich mal lieber eine Biege. Ja, dann kommen wir zu Ankh, das war der letzte, den wir dann gekauft haben. Und da habe ich mich auch schwer getan, ich muss es ganz ehrlich sagen. Wobei ihr ja merkt, Blood Rage richtig cool, Rising Sun, ja, nur einmal gespielt. Und dann der Pate, den ich am liebsten mindestens einmal im Monat spielen würde. Also 12-mal im Jahr könnte von mir aus der Pate auf dem Tisch landen. Haben wir uns durchgerungen oder ich mich durchgerungen, Ankh zu kaufen. Denn Ankh war so der letzte große Clou im Grunde von Eric M. Lang. Und da sind die Miniaturen auch göttlich. Passt, ja. Das Wichtige dabei ist, das Board, was da auf einen also so zukommt, ist halt mega, mega langweilig. Ich will gar nicht das runtermachen. An sich ist es total klar. Es ist die Wüste. Wir haben da mal eine Oase. Wir haben da mal eine Pyramide. Das wird aber, die Pyramiden werden nur mit den Pappmarkern signalisiert. Man kann natürlich da sich noch irgendwie was kaufen, dass es dann halt schicker aussieht. Aber grundlegend sind es Pappmarker. Und dafür ist dann einfach zu wenig auf dem Plan, dass man sagen kann, so wow, mega. Aber es wird besser, indem ich mein eigenes Volk habe, meine eigene Fraktion, kann ich, spielen die sich natürlich anders ein bisschen. Und vor allem, was wichtig ist, im Laufe der Zeit gibt es immer so Abschnitte, die dann sagen, jetzt wird gewertet, jetzt habt ihr die Funktion, jetzt habt ihr das und jetzt könnt ihr Kamele setzen. Und derjenige, der dran ist, der setzt dann sozusagen in diesen einzelnen Arealen, kann der Kamele ziehen, um dieses Areal in zwei Areale zu machen. Das bedeutet, da kommt dann wirklich ein Marker rauf und dann sieht man so und denkt sich, was, meine Güte, was mache ich denn jetzt? Denn das Wichtige ist, ich habe Kampfkarten auf der Hand, die alle Spieler haben. Das bedeutet, jeder am Tisch hat die gleichen Karten an der Hand. Und jedes Mal, wenn ich eine Karte spiele, bleibt die liegen. Das bedeutet, alle am Tisch sehen, diese Karte wurde schon gespielt, kann derjenige nicht mehr spielen, denn alle Karten sind einzigartig. Das bedeutet, bei jedem Kampf habe ich halt die Möglichkeit, wieder irgendwas zu machen. Ich habe die Möglichkeit, wenn ich mich bewege, eine Karte zu spielen und so weiter und so weiter. Und eine dieser Karten sagt, ich lege sie hin und nehme alle Karten mit dieser einzelnen Karte wieder auf die Hand zurück. Das bedeutet aber, in der Aktion bin ich durch. Ich nehme nur die Karten auf. Ich kann dann nicht mehr was anderes machen. Und das ist halt richtig cool, weil es ist ein wirklich tolles Taktieren. Man muss sich überlegen, so, oh, wie laufe ich? Wann mache ich das? Wann kämpfe ich? Wann habe ich die Oberhand? Denn es gibt wirklich diese Areale und ich versuche, die Obelisken und die Pyramiden und so weiter eine Mehrheit zu bekommen, damit ich das für mich beanspruche. Und das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Vor allem hat man da noch so NSCs drin, die man für sich gewinnen kann. Das bedeutet, man hat ein riesiges Krokodil.
und das nimmt man dann in Beschlag und dann kommt es aus dem Wasser auch und kann Sachen machen. Und das ist echt ziemlich abgefahren und mag ich auch. Also von daher, ich würde gern Rising Sun wieder eine Chance geben, denn die anderen drei Spiele finde ich richtig gut. Und das bedeutet aber auch, Blood Rage haben wir so viel gespielt, dass ich da mal eine Pause mir gönnen würde. Aber diese beiden Spiele sind bei mir so gerade so richtig gehypt und die könnte ich gern noch ein paar Mal mehr spielen. Das ist Eric M. Lang. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der ganzen Sache, nämlich nicht Eric M. Lang. Tja, nun hier gerade für euch umgebaut die nächsten Spiele. Und wir fangen mit Cry Havoc an. Cry Havoc ist ein Area Control Spiel, wo ich mich wieder schwer getan habe. Ich glaube, es war auf der Berlin Brettspielcon damals. Habe ich das erste Mal gesehen, habe es mir angeguckt und dachte mir so, der Plan, der gefällt mir nicht. Die Minis sind grob schlechtig gemacht. Also nichts, was man sagen kann, das passt zu Cool Mini or Not. Ja, weil es ist nicht Cool Mini or Not und dementsprechend finde ich das Cover mega gelungen. Also wirklich, dafür hätte ich das Spiel gerne gekauft. Aber wenn man sich das dann anschaut, denkt man sich so, ja. Der Clou an dem Ganzen ist halt auch, wir haben drei Fraktionen, die diesen Planeten angreifen und wir haben eine Fraktion, die hier wohnt und das Gesamte verteidigt, und zwar die Trog. Und die haben halt ein extremes Problem in meinen Augen, denn am Anfang verteidigt man in alle Richtungen, man greift an, man bekommt viele Siegpunkte, aber dann wird man immer, immer schwächer, weil man irgendwann vernichtet wird, mehr oder weniger. Und alle anderen Fraktionen breiten sich aus, kämpfen gegeneinander. Und dann war es das. Wir haben nämlich so, ja, wie Erze, wie Ressourcen, wie Diamanten, die überall liegen. Und die können wir langsam aber sicher sammeln. Und irgendwann sind die aber auch alle. Und dann denkt man sich so, ja, krass. Eine Freundin von mir hat mit den Trog wohl gewonnen. Fand ich mega krass, weil ich habe noch nie mit denen gewonnen. Ich habe immer nur aufs Gesicht bekommen, habe die immer gespielt und dachte mir so, das ist irgendwie nicht cool gebalanced. Aber vielleicht habe ich sie einfach falsch gespielt. Wir haben es dann wirklich dann gekauft, weil ich weiß nicht, ich finde das Cover so überzeugend. Dann haben wir die Regeln gelesen und ich dachte mir so, ey Leute, das ist so krass, was man macht. Und zwar haben wir dort, und das ist das Besondere bei Cry Havoc, ein Kampfboard. Und dieses Kampfboard legt man hin und dann werden die entsprechenden Figuren, die dort kämpfen, und es geht immer nur, dass zwei Fraktionen kämpfen, auf diesem Board platziert. Also man überlegt sich, will ich den angreifen, will ich den entführen, will ich den, keine Ahnung. So muss man sich das vorstellen, man platziert die Sachen und der andere platziert danach die Sachen. Und das fand ich immer total bescheuert, weil ich denke so, ja, das bringt gar nichts. Weil das wird jetzt so abgearbeitet von oben nach unten, dass ich dann halt Pech habe. Aber, und das muss ich sagen, ich hätte es genial gefunden, wenn ich meine Fraktion mit meinen Angreifern oder Verteidigern hinter einem Board habe, die dann hinstelle, dann wird aufgedeckt und dann wird verglichen, was der Angreifer macht und was der Verteidiger macht. Und dann sagt man so, yes, der Verteidiger hat einfach mal auf alles richtig gemacht und der Angreifer völlig versiebt. Weil das wäre für mich realistisch gewesen, weil ja, das passt. Aber egal. Nichtsdestotrotz macht es unglaublich viel Spaß, mal zu spielen. Es ist jetzt kein Spiel, was man unbedingt haben muss. Muss aber auch dazu sagen, es ist halt, es kommt auch so schlecht bei uns mal auf den Tisch. Ich sag mal, in den letzten 2 Jahren würde ich behaupten, dass es nicht einmal auf dem Tisch war. Es ist halt schon ein bisschen älter. Man kann es auch spielen. Für mich hat es aber nie den extremsten Reiz ausgemacht, das Ding wieder auf den Tisch zu bringen. Ich glaube, wir haben es dreimal gespielt bis jetzt in 6 Jahren. Ja, muss man es dann haben? Entscheidet selbst. Kommen wir zu dem zweiten hier oben, was ich unglaublich cool finde, denn da sind die Miniaturen richtig krass. Das ist von Awakened Realms Lords of Hellas. Unser erster gemeinsamer Kickstarter, den wir gemacht haben. Und das war sehr lustig, denn in der Bibliothek hat meine Freundin damals gesagt, willst du dir mal angucken? Die habe ich gerade gebackt, das Spiel. Und ich so, ich habe dir vor 2 Wochen erzählt oder eine Woche, dass es Kickstarter gibt. Was machst du?
Und da hat sie mir die Figuren gezeigt und die sind halt echt abgefahren. Alles in diesem griechischer Mythologie, aber alles mit Metall sozusagen, ja. Also da sieht man wirklich, dass halt Metallbeine dabei sind und dann so ein Stier dann auf zwei Beinen läuft mit einer Keule und so. Also sehr cool, habe ich auch richtig viel Spaß gehabt, die anzumalen. Leider kommt es echt selten auf den Tisch, liegt aber auch daran, dass da die Mechanik so an sich okay ist, das Area Control auf dem Board, aber man dann andere Möglichkeiten hat zu siegen. Bedeutet, man kann Gebäude produzieren und man kann dann aber auch nochmal sozusagen die Kämpfe bestreiten, die man in den Filmen manchmal geguckt hat, wo man dann wirklich losgeht und die Hydra erschlägt. Dafür braucht man dann aber auch entsprechend wieder Karten und so weiter und so weiter. Und das ist mir dann doch ein Ticken zu kompliziert manchmal. Also ich könnte euch die Regeln an sich nicht mehr erzählen oder erklären. Ich weiß, eine Freundin von uns sagt, ja doch, doch, doch. Liegt daran wahrscheinlich, weil sie zweimal gewonnen hat. Dementsprechend hat sie sich das irgendwie, ja, merkt man sich das besser? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich die Packung aufmache und Fotos mache, wie für euch, habe ich schon wieder Bock, dieses Board auszupacken und eine Runde zu spielen. Ja, das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass die Miniaturen bemalt sind. Und das ist ein großer Fakt, um vielleicht wieder zu spielen. Um dann wieder zu sagen, oh, das sieht so cool aus. Denn die Optik macht in meinen Augen eine Menge bei einem Spiel aus. Das spricht mich unglaublich an. Das Cover finde ich cool. Wir haben die große Erweiterung dann auch mit einem echt krassen Monster noch dabei. Ja, müsste bemalt werden. Weiß noch nicht wann. Das sind so Sachen, die dann halt nicht so, die muss ich nicht gleich fertig machen. Weil, hey, wir haben das Spiel auch letztes Jahr nicht gespielt. Also, egal. Aber es wird auf jeden Fall bald fertig gemalt. Bald, in ein, zwei Jahren vielleicht. Weil ich schon Bock habe, da mit der Airbrush lang zu gehen, noch ein paar Pigmente reinzuhauen und dann einfach so ein cooles Modell in der Hand zu haben. Wenn es soweit ist, seht ihr es im Dezember, glaube ich. Dezember oder Januar, irgendwie sowas in der Richtung. Kommt dann wieder das große Bemalvideo, obwohl ich muss sagen, dieses Jahr, es ist schon April und ich habe echt so wenig gemalt wie in den letzten zwei Jahren nicht. Ja, genau, gehen wir hier rüber und dann haben wir erstmal Star Wars Rebellion. Star Wars Rebellion kommt als wirklich fettes Brett. Es ist eins der größten zwei, in Klammern, Vier-Personen-Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, Star Wars Rebellion spielt man zu zweit in meinen Augen. Zu viert weiß ich gar nicht, ob das Sinn macht. Aber zu zweit und dafür ein Riesenklopper, recht teuer, tausende von Miniaturen und es ist so ein bisschen wie Scotland Yard. Ja, nicht falsch verstehen. Es ist halt ein Suchspiel. Ich versuche als Imperium die Rebellen zu finden. Die Rebellen können aber auch nochmal als Aktion so zünden, dass sie ihren Standort verschieben, woanders hinsetzen. Aber es ist schon so, ich versuche mich schnellstmöglich auszubreiten und herauszufinden, wo sind die Rebellen. Und das Ganze kommt mit Standees dazu von den Hauptcharakteren wie Han Solo, Prinzessin Leia, Luke Skywalker, Darth Vader, die man alle einsetzen kann auch noch. Ja, also man kann die wirklich überlegen, wo setze ich die hin als Taktiker, als Eroberer und auf Planeten setze. Und das sieht unglaublich cool aus. Da hätten Miniaturen gar nicht zugepasst. Obwohl, also ich meine, Miniaturen sind ja dabei, aber es hätte nicht gepasst. Denn wir haben kleine Sternzerstörer, die das gesamte Feld fluten. Wir haben auch AT-ST-Läufer und so weiter. Die kann man alle auf die Planeten setzen. Und wenn wir da reinrushen sozusagen und das besetzen, muss der Rebell auch sagen, ob er seinen geheimen Stützpunkt dort hat. Das sieht am Anfang, wenn man das Board sieht, gar nicht so schwierig aus, wo man denkt so, ja, aber da breite ich mich nur kurz mal aus, dann war es das. Und irgendwie hat man das Gefühl, es sind einfach mal dreimal so viele Planeten am Start als auf dieser Karte. Und das ist schon sehr, sehr cool, aber es ist auch wieder so ein Spiel, wo eine Erweiterung dabei ist, oder man kaufen kann. Und viele gesagt haben, die Erweiterung ist mega krass, das musst du unbedingt kaufen. Dann kauft man das. Und dann hat es so einen richtig bitteren Beigeschmack gehabt für mich.
Denn die letzten Spiele, die wir das gespielt haben, das war häufig so, es war einfach so ein Gefühl, das Imperium hat die Oberhand, hat die meiste Masse an Kreuzern, an Stormtruppler, die hier überall irgendwie zu sehen. Und natürlich macht es einen gewissen Druck für die Rebellen, weil die halt kleiner sind. Wir haben eine Straße, wo wir produzieren, und dann sieht man halt, wie dieser riesige Haufen vom Imperium produziert wird und die Rebellen nur eine Handvoll und hoffen, dass sie endlich ins Spiel kommen, damit sie ein bisschen was reißen können, Ablenkungsmanöver fahren können und so weiter. Mit der Erweiterung, finde ich, hat sich das alles relativiert und ich habe dann häufig Kämpfe, also wirklich viele, viele Kämpfe einfach mal verloren, wo ich mir dachte so, ey, ich verstehe gerade nicht, wie das hier abläuft. Ich finde die Charaktere alles cool, aber irgendwie ist der Mechanismus, den sie da reingebracht haben, einfach nicht mal ansatzweise dem geschuldet, was man im Film sieht, wie realistisch in Anführungsstrichen das Ganze rüberkommt. Das war halt ein Battle, wo ich gedacht habe, so, ich gehe da nicht rein, weil ich Angst habe, weil die Rebellen mich wieder vernichten. Macht das Sinn? In meinen Augen nein. Ich weiß, viele mögen die Erweiterung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie nur einmal gespielt und fand es dann echt schrecklich. Die Grundbox ist super und die kann auf den Tisch und die lohnt sich immer wieder und das hat ja auch Bestand. Ich glaube, da wird auch nie so wirklich eine Reduktion vom Preis sein. Die Reduzierung immer so um die 100 € und das ist schon das Geld auch wert, wenn man es dann spielt, wenn man es immer nur alle 3 Jahre mal spielt. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Kommen wir zu Cthulhu Wars, der teuerste, glaube ich, hier unter allen, obwohl ich weiß nicht, bei Lords of Hellas könnte es auch so ähnlich sein, aber ich glaube, das ist jetzt das teuerste Spiel gerade am Start, 130 bis 145 € und irgendwo so in diesem Dreh. Mega große Miniaturen, die Miniaturen sehen ganz cool aus, die kleineren sind okay. Liegt wahrscheinlich einfach wieder daran, es ist kein cool Mini or not. Was es aber hat, ist Area Control und hier haben wir ein extrem krasses Ding. Also, wir haben ein Riesenboard, wir haben riesige Miniaturen und wir haben eigentlich nur 6 Zauberbücher, die wir fertig machen müssen und dementsprechend dann auch das Spielende einleiten können. Und das Ganze zielt halt wirklich darauf ab, ich gehe in ein Gebiet, ich mache einen Kampf und ich gewinne. Vielmehr, eine Quintessenz ist da eigentlich nicht drin. Natürlich ist da eine Taktik drin, aber das hier ist definitiv in meinen Augen kein Expertenspiel. Es bringt keine Expertenregeln mit, es bringt Standardregeln, wie man sich bewegt, wie viel Energie man ausgibt dafür. Und ich produziere wieder neue Figuren für die Energie. Bam! Mehr ist es nicht. Es ist eins der schwächsten Spiele vom Reglement. Und wo ich auch denke, so, ey, da hat man so viel Kohle investiert. Und da kommt eigentlich kein Clou raus, leider. Ich will es nochmal spielen, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für 135 € hätte ich definitiv mehr erwartet in Lords of Hellas, Star Wars Rebellion. Da ist definitiv, ja, auch in Cry Havoc ist mehr drin. Leider. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob jedes Area Control Spiel dann halt auch wirklich gut ist. Ihr merkt ja, es gibt so die einen, die sind okay und es gibt halt welche, die sind richtig, richtig gut. Da ist eine schöne Mechanik drin, auch nicht 1000 Regeln, aber es ist halt wirklich, wo man echt denken muss, welche setze ich ein, wann setze ich die ein. Hierbei muss ich ganz ehrlich sagen, war Cthulhu Wars einfach Cthulhu, was mich wieder angesprochen hat, wo ich gedacht habe, das wird ein krasser Brecher, wo wir uns auf die Mütze geben, wo wir Tore erschaffen können. Und nein, wir besetzen diese Tore und wenn wir Kultisten drin haben, haben wir auch noch eine freie Aktion und können dann sofort darauf gehen. Finde ich alles ein bisschen, ja. Also ich will jetzt nicht sagen zu schlank, sondern ich will eigentlich sagen, das ist zu langweilig. Wir haben hier eine Welt, die zerstört ist und wir haben hier Monster, die wir erschaffen können. Und es ist eigentlich nur ein taktisches,
wie komme ich so schnell wie möglich an mein Ziel, beende das Spiel, hab gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Und das finde ich zu wenig. Dafür, dass es ganz andere Spiele gibt, die ein sehr, sehr taktisches Manöver auch bringen und auch eine schöne Mechanik. Hier, und das muss man dazu sagen, in den meisten Area Control Spielen gibt es ja nicht mal Würfel. Warum nicht? Hier kommt, ja, Star Wars Rebellion hat Würfel. Aber Cthulhu Wars lebt von diesen Würfeln. Und das Leben von Würfeln in Area Control Spiel war schon immer eins der Sachen, die nicht funktionieren. Denn hast du kein Glück, verlierst du. Es ist einfach so. Ich kann die Würfel nicht manipulieren. Es geht halt wirklich darum, gehe ich mit meinen Monstern rein, würfel ich meinen Pool an Würfeln, habe ich Sechsen dabei, töte ich andere Monster. Das war's. Habe ich keine Sechs dabei, dann verletze ich die nur, ja, und scheuche die weg in andere Regionen. Dann kommt jetzt der Part, oh, jetzt muss ich überlegen, wie baue ich mich auf, damit er sich nicht zurückziehen kann. Aber ganz ehrlich, wenn ich einen großen Alten vernichten muss, damit der nicht ständig irgendwelchen Mist macht und ich nicht eine 6 würfel und der vielleicht auch noch Funktionen hat, weil wir asymmetrische Völker hier haben, natürlich, klar, sind die großen Alten, die müssen sich anders spielen, dann ist es total unsinnig, wenn ich die Würfel nicht mit irgendwelchen Sachen manipulieren kann. Und das bedeutet, dass das Spiel in meinen Augen nur was dafür bringt für glückslastige Spiele. Für Leute, die gut würfeln. Für Leute, die gut würfeln, die haben hier echt eine Menge Spaß und plätten regelmäßig welche. Und Leute, die echt schlecht würfeln, die haben halt keine zweite Möglichkeit, das auszugleichen mit irgendwas und kriegen dadurch auf die Mütze. Und ja, das ist dann in meinen Augen kein gutes Area Control Spiel. Denn hier geht es wirklich darum, wer Glück hat und wer nicht Glück hat. Und nicht ums taktische Können. Wow! Ich hoffe, das Video hat jetzt alles so aufgenommen, wie es sein sollte, denn ich habe schon mal aufgenommen. Leider hat es nicht, der Fokus hat nicht funktioniert. Ich hoffe diesmal schon, denn noch mehr Zeit habe ich nicht, denn ich muss eigentlich alles fürs Rollenspiel vorbereiten. Und Winter der Toten haben wir auch noch gespielt, also nach dem Video. Ja, Winter der Toten, tolles Ding. Kein Area Control, ein Zombie-Spiel. Ja, davon wollen wir jetzt gar nicht erst anfangen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, einen Daumen hoch, von mir aus auch zwei. Schreibt was in die Kommentare und vor allem, welche Area Control Spiele habe ich vergessen und welche wollt ihr unbedingt sehen, weil die viel, viel besser sind als alle, die ich vorgestellt habe. Oder habe ich vielleicht einfach nur Unrecht? Und es sind richtig, richtig gute dabei, die ich eigentlich doof finde. Wenn ihr da was habt, bitte unten in die Kommentare. Davon leben wir, davon, das macht am meisten Spaß. Auch wenn ich nicht immer gleich antworten kann. Ich nehme mir die Zeit und dann gibt es natürlich auch nochmal eine Antwort. Vielleicht gibt es dann auch nochmal ein Video dafür, weil so ein Shitstorm kommt, dass wir uns da gegenseitig betteln. Wäre auch mal lustig, oder? Nein, eigentlich nicht. Seid immer lieb zueinander, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao, ciao, euer Tigurion.